Hallo YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video der Zockstube. Heute schaue ich mir mit euch Poker VR an, eine Neuerscheinung, die kostenlos im Oculus Quest Store verfügbar ist. Ich habe schon gesehen, dass es für die App In-App-Käufe geben wird. Was das genau auf sich hat, werde ich euch gleich mal zeigen. Heute habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Der McQuaid wird gleich nach dem Intro mit dabei sein und mir tatkräftig zur Seite stehen, diese App einzuschätzen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim ersten Eindrucksvideo zu Poker VR. Da sind wir im Intro von Poker VR von Megaparticle. Und wie ich gerade schon angekündigt habe, bin ich heute nicht allein, sondern McQuaid ist mit am Start. Hallöchen. Hallo. So, du bist schon drin. Ich sehe gerade, das ist noch eine Beta. Ja. Okay. Move, press A oder X. Du bist schon drin. Hast du denn schon gezockt oder? Nein. Nee, noch gar nicht. Ich habe auch noch nicht gezockt. Ich habe mich nur umgezogen. Ich war giftgrün und habe gedacht, ach, da ziehst du dich mal um. Ja. Und mehr habe ich auch noch nicht getan. Okay, ich habe jetzt gerade mal Zugriff auf mein Mikro zugelassen. Und jetzt gucke ich mal. Ich gucke mich gerade mal um. Und ja, ist halt so lobbytechnisch. Ist wirklich also auch ähnlich wie Pokerstars. Da unten sehe ich jetzt Pokertische. Man ist halt in der Lobby. Sieht so normal aus. Würde ich jetzt sagen, ist nicht besonders toll. Ist nicht besonders schlecht. Hier liegen irgendwie Blüten rum. Weiß auch nicht, was das soll. Was ist das denn jetzt hier? Ist das hier die Garderobe am Anfang? Genau, da kannst du dich. Oh mein Gott, ja, ich. Ist egal. Ich muss mich ja nicht sehen. Und jetzt komme ich hier mal zu den. Sind das Tische? Hier vorne siehst du die einzelnen Tische. Sind das alle Tische, die auf sind? Wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. So, dann gehe ich jetzt mal in die Mitte. Jetzt stehe ich quasi davor und kann mir die Tische aussuchen. Bist du schon an irgendeinem Tisch? Nein, ich habe dich gerade invited. Invited? Instant Join kann ich machen. Nein. Wenn du mal rausgehst. Ja. Wieder von dem Tisch weg. Bin ich? Dann kannst du, wenn du die Optionstaste drückst. Ah. So, da sind auch Friends. Okay. Und da kannst du dann den Freund, den jeweiligen, einfach mal rausnehmen. Ah, wie so ein Kügelchen. Und dann kann ich sagen, Invite, ne? Ja, genau. Ah, okay. Und das habe ich gerade mal mit dir gemacht. Und ich habe auch auf Invite geklickt, aber irgendwie. Ne, will er nicht, wa? Nee. Ja, pass auf, dann gut. Lass uns mal gucken, dass wir hier einen Tisch finden, wo noch zwei Plätze frei sind. Ich sehe hier Copper 2. Ja, aber wir sind ja Copper 1, ne? Eigentlich. Wir haben noch nichts gemacht. Aber ist eigentlich wurscht. Ist egal. Copper 2. Wie viel nehmen wir mit an den Tisch? Nehmen wir einen Tausender. Man hat übrigens eine Anfangs-Bankroll, wie ihr seht, von 10.000. Jetzt sitzt man hier am Tisch. Auch wie PokerStars VR. Ich muss wirklich sagen, ich finde die ganzen Avatare, die sehen hier alle so ein bisschen. Ich fühle mich echt beobachtet. So, McMorgan ist am Start. Also ich gehe davon aus, dass wir hier mit den anderen auch sprechen können, ne? Hallo. Ist jetzt aber genauso wie PokerStars VR eine Spielgeldanwendung? Can you hear me? Yes. Yes, okay. Also man kann sich halt auch hier wie bei PokerStars VR einfach unterhalten. Ist eigentlich schon ziemlich cool, oder? Mhm. Mal eine Runde Poker einfach so. Die Frage ist halt, wie es aussieht mit Freundschaftsrunden. Ja, Join funktioniert im Moment nicht so richtig geil, ne? Oh, warte mal, hier Cash Tables. Da müssen wir gleich nochmal hinterhergehen, ob die damit Cash Game meinen. So, ich mache jetzt mal hier Mic off. Was ist das denn? Alter, was ist das? Guck mich mal an.
was das soll. So, ich habe mal mein Mikrofon ausgemacht. Ja, ich habe mein Mikrofon auch ausgemacht. Pull to close. Wie weit muss ich das denn hier pullen? So. Ah, Karten funktionieren genauso wie bei PokerStars. Mal eben anschnipsen, drunter gucken. Ich finde hier ganz cool, dass man noch die Nachbartische sieht. Guck mal, das hast du bei PokerStars halt nicht. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind. Die Umgebung ist nicht so geil wie bei PokerStars. Sieht nicht so geil aus. Ist eher so, ich sag mal, asiatisch angehaucht. Mhm. Ist zum Relaxen aber ganz geil, oder? Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie man pokert, ne? Wenn ich mal sehen würde, was da für Karten... Ah, der hebt einem das so an. Ich sitze auch ein bisschen tief, habe ich den Eindruck. Nee. Ja, und du hattest gerade schon berichtet, es gibt In-App-Käufe. Genau. Was kannst du da genaueres zu sagen? Also im Moment kann man wirklich nur Chips kaufen. Es fängt an bei 1,99 mit dem kleinsten. Und, was kriegst du für 1,99? Weißt du es noch? Wie viel kriegst du da? Wie viel kriegst du für 1,99? Ja, 10.000. Okay. Und was war das größte Paket, was du gesehen hast? Ich glaube, knapp um die 150 Euro. Das ist jetzt so bekloppt, oder? Ja. Ich verstehe nicht, warum man das für Spielgeld macht. Also, ich wünsche mir immer noch echt Geldtische auf der Quest. Wenn das irgendwann kommt, dann... Ich glaube, dann lasse ich mich in die Oasis einpflanzen. All in. Der Junge, der ist heiß. Tja, aber... Also da wäre ich besser gewesen. Mein Gott, wäre ich mal drin geblieben. Mit einer 2 und einer 3. Aber ansonsten ist das schön gemacht. Ist sehr gemütlich, sag ich mal. Ne? Das finde ich auch. Wenn ich jetzt noch sitzen würde, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich mir keinen Stuhl geholt habe. Also ich sitze. Ja. Ich kann es jetzt auch nachträglich gar nicht so... Ach Gott. Nachträglich leider gar nicht ändern, weil die Kamera schon so eingestellt ist. Ich kann mich ein bisschen gegen die Wand lehnen. Komm. So, ich lehne mich gegen die Wand. Machen wir hier mal gemütlich. Oh, mein Gott. McMorgan. Warum denn eigentlich McMorgan? Weil McQuaid schon vergeben war. Okay. Boah, was ist das denn für ein Driss? Hast du dir den PokerStars angeguckt mal? Ja, jein. Also, ich war mal drin, ich habe mal ein bisschen Geld abgeholt, bei dem Glücksrad da, ne? Ja. Aber... Also du könntest jetzt keinen direkten Vergleich ziehen. Nee, kann ich nicht. Ja, okay. Also ich sag mal, ich finde beide Apps haben ihre Vor- und Nachteile. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, ich bin halt wie so ein... Oh. So ein PokerStars-Jünger, sag ich mal. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher zu PokerStars tendieren. Wobei ich die App hier in keinster Weise schlechter finde. Bei PokerStars sehe ich halt nur das Potenzial, dass da irgendwann mal echt Geld nachgeliefert wird. Hier bin ich mir halt insgesamt nicht sicher. Wenn eine App hier irgendwann echt Geld Poker anbietet, dann hat die aus meiner Sicht ohnehin sofort den besseren Stand. Ne? Was soll ich? Ich muss all in gehen? Nee. Ja, nee, komm. Kommt auf die Karten an, ne? All-in ist jetzt aber in deinem Fall auch nicht so viel. Ey, guck mal, man kann Türmchen bauen. Ey, wie geil ist das denn? Natürlich. Sowieso. Aber was bringt das? So, pass auf, ich lege mir jetzt hier erstmal eine Reserve zur Seite. Warte mal, kann ich dein Geld nehmen? So. Hau ab. Finger weg. Also die Chip-Physik ist besser als bei PokerStars. Das muss ich sagen. Also deswegen am Ende ist beide Spielgeld-App hier, ist es entspannt. Bei PokerStars sieht schöner, also ist es
von der Grafik her schöner gemacht. Aber ich würde am Ende sagen, Poker VR setzt sich gegen PokerStars VR durch, weil hier die Chipphysik besser ist. Ich meine, guck dir das an, Michael. Wenn ja, ich dir fallen lasse. Ne, oh. Ja, wie die dann auch runterfallen. Das ist. Wegen der besseren Chipphysik. Siehst du das? Ich finde, hier ist leichter, die Karten zu gucken. Bei PokerStars ist das manchmal ein bisschen friemlich gewesen. Ich weiß nicht, kannst du meine Karten sehen, wenn ich dir die so dahin halte? Nein, einfach nur weiße Blätter. Oh, schade. Was? Na komm, da müssen wir reingucken. Ja, klar, hier, da. Was? Reagiert der gar nicht drauf. Findest du nicht, dass die einen immer, ich weiß nicht, ich finde diese Avatare voll eklig. Ja, guck mal, die Avatare sind nicht so doll. Guck mal, wie lustvoll, was für ein lustvoller Blick. Ja, man kann nicht mal lächeln oder so, ne? Ja, da hat er, hier gerade der da hinten hier, der hat mich so richtig angeguckt, als würde er mich gleich vernaschen. Ja, nein, hier, da, bäh. Ja, nein, hier, da, bäh. Ich glaube. Ich glaube, das ist ein Splitpot. Wieso hat... Warte, die Fuschen. Guck mal, der hat auch ein Kreuzass. Nein, der packt in der Mitte die jeweiligen Karten. Der kombiniert die. Ah, okay. Da liegt in der Mitte gar kein Kreuzass. Der packt... Habe ich ja gerade auch ein bisschen... überlegen müssen. Der packt die halt so zusammen in. Es zählen ja immer die besten 5 Karten in Kombination. Ja, 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 und der zeigt dir die an, egal ob auf der Hand oder nicht. Ich habe die Chips neben den Tisch geworfen. Scheiße. Also man muss zielen. Die Chips müssen auf den Tisch. Ich habe ohne Scheiß, ich habe jetzt gerade Chips auf den Boden geworfen. Die sind weg. Der eine, der gesucht ist hier gerade unterm Tisch, oder was? Ne, der ist da hinten. Guck mal, der ist am Baum. Was macht der denn da? Der geht bestimmt gerade zum Kühlschrank und holt sich eins. Er holt sich ein Bier. Ach, leck mich doch am Arsch. Was? Der Waste mit 346, was soll der denn das? Der hat's doch echt nicht alle. Wirf deine Karten weg. Nee, der will einfach nur, der will uns Kleinen raushaben. Ja, das kann ja sein, aber wenn du keine Karten hast. Ist mir egal, dann gehe ich on all in. Yeah. On ill. Und noch 2 Karten für eine Straße brauchst und wenn du ein Ass liegt, jetzt bist du richtig kaputt. Welche Farbe hast du denn? Wenigstens beide Herz? Kreuz. Oh. Das ist ja gar nichts. Was ist das denn? Ich glaub, das kann das sein, dass du die Hand gerade gewonnen hast mit der Scheiße. Ja. Das ist echt eine richtige Frechheit. Du hast keinen Treffer, du hast keinen Treffer. Das ist so frech. Ich habe 500 gewonnen. Siehst du, so fängt man an. Ne? So ja, man. Genau. Ja, danke. Alle Anfänger bitte ein Beispiel dran nehmen. Was? Ich kann hier nichts mehr. Was ist das denn? Weiß ich nicht, aber bei dir läuft die Zeit. Ich kann hier nicht. Der macht hier gerade Steuerungsprobleme. Ich kann nichts mehr machen. Nein, der hat einen Drilling 7. Ne, Quatsch, der hat ein Pärchen 7. Nee, der hat einen Drilling 7. 3 kind of 7. Leck mich, Anetesh. Hat. Gut, dass ich rausgegangen bin. Mhm. Ja, gut, dass ich nicht alles gesetzt habe. Ne? Gut, dass hier der technische Bug kam. Wieso kann ich denn jetzt hier meine Chips nicht mehr nehmen? Ich weiß nicht. Ich kann nichts mehr setzen. Du bist dran, ja. Ich kann dir nichts machen. Ja, du bist gerade geflogen. Da stand gerade
Excelsior ist mein Freund. Jetzt werfe ich hier Ass König wieder weg. Oh nein, das ist blöd. Ne, und geht nicht mal. Ich krieg nicht mal weggeworfen. Habe ich hier irgendwie gerade... Hat er gemerkt, dass ich gerade scheiße gespielt habe und ich habe jetzt irgendwie eine Kindersicherung drin, oder was? Nö. Wieso kann ich meine Chips nicht mehr greifen? Ich konnte die doch gerade auch so schön stapeln. Klopfen kann ich noch. Hörst du es klopfen? Ja. Aber es ist ein schöner Pott, 1700. Muss ich ja jetzt mal sagen. Ja, ich drück dir die Däumchen. Oh, jetzt hast du ein Problem. Deswegen musst du am Anfang viel setzen, damit du die Leute, die mit dem Ass warten, schauen wir damit mal. Du die rauskriegst. Schauen wir mal. Er hat kein Ass. Sieht gut aus, hör mal. Glückwunsch, fetter Pott. Ja, danke. Und jetzt habe ich mehr gewonnen als... So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Hauptmenü. Und da möchte ich mich nochmal gerne umgucken, was es da noch gibt. Ich sehe da schon Store. Aber ich gehe mal hier vom Tisch weg, damit wir uns das nochmal gemeinsam angucken können. So, jetzt gucke ich mir mal Leaderboard an. Da haben ein paar Leute schon ein paar Chips verdient. Kannst du dir Daily angucken? Du kannst auch bei Friends gucken. Daily und du kannst bei Friends gucken. Also, was ich ja total dumm finde, ist diese Lasche immer zu ziehen. Ah, okay, guck mal. Guck mal hier. Man kann 2 Millionen Chips sich kaufen. Das ist voll praktisch. Wenn du dir 2 Millionen Chips kaufen kannst, dann brauchst du dir die nicht mehr zu erspielen. Dann brauchst du das Spiel nicht mehr zu spielen, weißt du? Weil du hast ja dann schon die Chips. Ja, und hier, das ist das, also die App ja grundsätzlich kostenlos, aber hier könnt ihr eben Chips ohne Ende euch dazu kaufen. Dann haben wir noch Friends, Notifications könnt ihr euch noch angucken, habe ich im Moment keine. Da vorne könnt ihr euch noch, ich sag mal, bekleiden, was ich jetzt sagen würde, ja, da legen manche Leute viel mehr Wert drauf als ich. Hier gibt es jetzt noch Turniere, die angekündigt sind. Prize Pool, also man kann aber auch nur Chips, sag ich mal, Chips gewinnen. Man kann sich für die Turniere anmelden, wird dann wahrscheinlich eingetragen und muss dann zum entsprechenden Zeitpunkt da sein. Und ja, und hier habt ihr die Cash Game Table, wo ihr dann auch die Spieler seht. Und da muss ich sagen, ich finde das ganz cool, dass du die anderen Tische auch sehen kannst, auch wenn du da in diesem Wald sitzt. Das hat irgendwie so was Geselliges. Du fühlst dich nicht so allein, oder wie findest du das? Ja, das stimmt. Also so finde ich das ganz schön. Die Avatare, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr machen. Ne? Ja, das definitiv. Die Chip-Physik finde ich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schön einfach, ne? Das hört sich jetzt auch bekloppt an, aber... Ja, auch, dass man seine Karten mit in den Stapel einbauen kann, das ist lustig. Also ich sag mal, ist ja eine kostenlose Anwendung, deswegen warum davon abraten? Probiert's doch einfach mal aus. Ne? Falsch machen könnt ihr nichts. Ihr startet mit 10.000 Chips. Ich habe jetzt gerade irgendwie 700 verloren oder so. Kann mal passieren, aber ansonsten hat man ja auch, ich gucke nochmal eben, die günstige Option, sich für 1,99 nochmal diesen Start-Stack neu zu kaufen. Und da ist es eben so, dass man mit 10.000 ja relativ weit kommt. Ich habe jetzt gerade mich mit 1.000 an einem Tisch eingekauft. Das war mehr als das, was man eigentlich benötigt hat. Man kann sich auch mit 100, 200 an so einen Tisch setzen. Das heißt, mit 10.000 kommt ihr erstmal aus. Für mich ist es immer so eine Frage, warum sollte ich um Spielgeld pokern? Dann setze ich mich doch lieber bei PokerStars an, also nicht PokerStars VR, sondern flat an PokerStars am Rechner hin und spiele lieber um Echtgeld. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich pokere sehr gerne, aber lieber real. Ja. Also bei einem geselligen Bierchen am Pokertisch poker ich sehr, sehr gerne. Ja, und das war dann auch schon der erste Eindruck. Die Grafik, da kann man nichts gegen sagen, ist sehr schön. Also ich sag mal hier die Metalleffekte, die sind sehr schön, wenn ich mir die mal angucke. Die Bäume sind minimalistisch gehalten, aber trotzdem nicht hässlich. Also alles ist eine stimmige Grafik. Was ich sagen muss, ist, wenn man an dem Tisch sitzt, man fühlt sich da schon wohl.
Das muss ich so sagen. Das war in Ordnung und ja, das war's vom ersten Eindruck. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Anwendung seht. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich mal, ja, bis zum nächsten Video und danke, dass du dabei warst, Michael. Und bis zur nächsten Multiplayer-Partie, sag ich mal. Bis dann. Tschüss.